In der Parochialkirche zeigt Ilana Levintan ihre mehrteilige Rauminstallation. Adam, wo bist du? Diese Frage, die Gott im Paradies an Adam, der Gottes Verbot überschritten hat, richtet, ist die Frage nach der menschlichen Verantwortung für Gut und Böse. Mit fiktiven Fragen wie stellen Sie sich vor, Jesus hätte 1938 während des Nationalsozialismus gelebt. Was wäre mit ihm geschehen? Mit dieser und weiteren Fragen schickt die Künstlerin die Besucher und Besucherinnen auf eine spannende Reise. Adam, wo bist du? Die Ausstellung findet hier in der Parochialkirche statt. Wie kam es denn erstmal zur wunderbaren Location und willkommen in Berlin? Ja, ich freue mich sehr, dass meine Ausstellung jetzt auch nach Berlin kommt, nachdem sie in München gezeigt wurde. Ich muss mich sehr beim Herrn Rabbiner Homolka bedanken, der die Idee hatte, sie in diesem Raum zu zeigen und wir sofort Zuspruch bekommen haben und Unterstützung und ja, und in erster Linie war das natürlich jetzt möglich, weil ich im Zuge von 1700 Jahre jüdisches Leben diese Ausstellung zeigen kann und die Unterstützung erhalten hat mit vielen anderen Förderern auch. Was bekommen wir denn genau zu sehen hier? Ja, es ist eine mehrteilige Ausstellung. Es geht um das Thema Identität, das veranschaulich an 10 Persönlichkeiten, die ich mit meinem Mann zusammen interviewt habe zum Thema Identität. Und ich habe sowohl Holocaust-Überlebende, 2 Personen wie Herr Max Mannheimer und Frau Agnes Heller, die leider nicht mehr leben, die ich noch sprechen konnte und sie über ihre Vergangenheit befragen konnte. Und unter anderem öffne ich das Thema natürlich nicht nur zum Thema Holocaust und Antisemitismus, sondern überhaupt zum Thema Identität. Deswegen lasse ich auch andere Persönlichkeiten sprechen. Ich habe einen Flüchtling aus Afghanistan, einen blinden Menschen, eine Düsen Tekkal, die auch aus Berlin ist, Herrn Wolfgang, Dr. Wolfgang Huber, und Rabbiner Brandt, der einfach auch darüber spricht aus der Position des Judentums, wie wir Jesus Jeschua im Judentum sehen. Ich habe einen Transgender, eine Freundin von mir, die über diese ihre Entwicklung gesprochen hat. Und ja, Frau Knobloch ist mir auch noch sehr am Herzen, die eine Münchner Überlebende ist. Und ja, das ist also ein ganz wichtiger Teil, aber natürlich ist die Stuhlinstallation. Die werden in verschiedenen Installationen zu sehen sein. Richtig. Die sind, ich habe diese Interviews, zeige ich in Verbandskästen, die ich über viele, viele Jahre gesammelt habe. Es sind alte, neue, sind mit verschiedenen Religionssymbolen auch versehen, aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Zeiten, die ich dann passend zu den Personen hinzugefügt habe oder zusammengefügt habe, die ich dann aber mit künstlerischen Artefakte versehen habe, die auch die Geschichte nochmal veranschaulichen anhand von Kunstobjekten. Also die Erzählungen werden dann nochmal durch Symbole verstärkt und erzählt. Dadurch werden sie sehr, sehr künstlerisch. Und ja, und zu diesen ganzen Interviews kommt die Stuhlinstallation, die uns eigentlich heute auch veranschaulicht, wo haben wir alle den Platz in der Gesellschaft, finden wir unseren Platz, sind wir angenommen, sind wir ausgegrenzt, geht auch um das Thema Identität und damit auch um Zugehörigkeit, um Ausgrenzung, Diskriminierung. Und das ist ganz stark auch in dieser Stuhlinstallation. Und letztlich neben vielen anderen Kunstelementen wie Video, einem großen Haftbefehl, der eben, das ist das Wichtigste an meiner Ausstellung, die Frage stellt, was wäre eigentlich geschehen, wenn Jesus Jeschua 1938 im Nationalsozialismus in Deutschland gelebt hätte. Zentrales Element der Installation ist ein 4,60 Meter hohes Kreuz aus Stahl und Plexiglas mit einem Text in diversen Sprachen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das Kreuz war zunächst ein ägyptisches Zeichen für unendliches Leben, später ein Hinrichtungsinstrument der Römer, bevor es zum Symbol des Christentums wurde. Ich sehe hier diverse Würfel rumliegen. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist die Geschichte, die sehr stark mit meiner eigenen Identität hat. Ich bin als zweite Generation, als Tochter von Holocaust-Überlebenden in Deutschland geboren.
in einer freiheitlich denkenden, demokratischen Welt und konnte mein Judentum ganz normal leben, ohne Angst zu haben. Und meine Eltern sind mit der gleichen Identität zum falschen Zeitpunkt geboren. Und dieses Thema der Zufälligkeit, wann ist man zu welcher Zeit vielleicht mit der falschen Identität am falschen Ort geboren, zeige ich an diesen Würfeln, eben Würfel als Thema der Zufälligkeit. Und jede Seite zeigt eine Jahreszahl, die man dann auch nachlesen kann. Jede Jahreszahl beschreibt eine Zeit, in der es Pogrome gegen Juden gab. Dann gibt es auch was Schönes in verschiedenen Sprachen, ein Telefonat oder Telefon, ja, da hinten sehe ich schon. Genau, es ist diese Skulptur, die aus Kreuz und Hülle besteht, sieht man eben diese Acrylscheiben, die das Thema der Nächstenliebe, die ja alttestamentarisch ist, also liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich habe sie in dieser historischen Entwicklung, in den Sprachen, in denen sie sich im Laufe der Zeit übersetzt wurden, entwickelt, eben gezeigt. Es sind 5 Sprachen. Und in diesen 5 Sprachen kann man eben 5 Personen hören, wenn man den Telefonhörer abnimmt, der eben aus den 40er Jahren ist, weil ja auch wieder ein Bezug zu dieser Zeit ist, dann hört man eben, wie in diesen Sprachen dieser Satz gesprochen wird, was das natürlich noch mal viel spürbarer macht. Wie kam sie auf den Titel, Adam, wo bist du? Ich kam auf den Titel, weil ich die Frage stelle nach der Verantwortung des Menschen. Weil ich zeige auch in dieser Hülle, in diesem Artefakte, wie Jesus Jeschua eben im jüdischen, halachischen Sinne die Frage stellt, und die Diskussion mit Gott sucht, also nicht in der Haltung des Leidenden, sondern in der Diskussionshaltung, Arme nach oben. Und er fragt, denn wie Dr. Agnes Heller richtig gesagt hat, auch in dem Interview sehr schön gesagt hat, hat ja Gott uns die Gesetze gegeben, aber es ist unsere Verantwortung, dass wir sie einhalten. Und es ist unsere Verantwortung, dass das nicht passiert, dass Menschen diskriminiert werden, ausgegrenzt und zum Schluss umgebracht werden. Umso wichtiger ist natürlich die Frage, wie wichtig es ist, gerade jetzt heutzutage diese Ausstellung zu zeigen. Wie gesagt, antisemitische Übergriffe passieren tagtäglich, sagen Sie mir. Das ist das, was für mich auch erschreckend ist, denn das Konzept entstand 2013, die Idee. Das ist natürlich ein langer Weg, bis so eine Ausstellung entsteht und bis man auch den Ort findet, sie zu zeigen. Und im Laufe dieser Jahre hat sich politisch so viel verändert, allein durch die AfD, die ins Parlament kam, die Flüchtlingskrise und natürlich die unfassbar steigende Anzahl an antisemitischen und hasserfüllten Anschläge und Bedrohungen. Ich habe das ja auch in dieser Videoinstallation, der ich auf der einen Seite diesen Haftbefehl zeige, der getippt wird und dann eben, was ist nach 45 eigentlich in Deutschland weitergegangen? Und ich habe ja dann ganz zum Schluss auch noch Halle und Hanau hinzugefügt und ich könnte eigentlich weitermachen. Und ich möchte natürlich gerade in dieser Ausstellung, dass die Menschen, dass es ein Begegnungsraum ist und dass die Menschen sensibilisiert werden, wo wir eigentlich heute stehen. Und wie Sie richtig sagen, es ist eigentlich von Jahr zu Jahr noch aktueller geworden. Adam, wo bist du? Die Ausstellung geht noch bis zum 14. November 2021. Weitere Informationen dazu und dem Rahmenprogramm gibt es unter www.ilanalevitan.de, Installation Adam, wo bist du, Berlin.